Und ich appelliere auch an die Medien. Fangt endlich an, wahrheitsgemäß den Leuten das Zeug zu sagen. Ja. Der Frank wird jetzt erstmal was sagen. Ich hole jetzt erstmal kurz Luft. Und am Ende wurde uns vorgeworfen, wir wären nicht demokratisch. Also mit dem Gespräch da oben, mit dem Herrn Scherf, meiner Meinung nach entzieht er sich nach allen Seiten und von oben nach unten. Also mein Name ist Frank Scholzenberger, ich bin journalistisch tätig und ich werde jetzt aus dem Grund nicht viel sagen, weil als Journalist muss man immer ein bisschen Abstand wahren, das kann man sachlich betrachten und ich muss das, was ich eben erlebt habe, einfach erst bearbeiten. Weil wenn ich jetzt sage, was ich denke und fühle, wird das heftig. Hätte er es dabei belassen? Das ist meine Meinung, das ist eure Meinung. Aber der Vorwurf, wir würden die Demokratie abschaffen wollen, damit hat er für mich eine Grenze überschritten, die ist sensationell. Wie bist du drauf gekommen, dass du uns beide damit dabei haben wolltest? Die Entscheidung auf Lila ist gefallen. Sie ist Zahnärztin im Gesundheitswesen tätig. Du bist im Bereich der Presse tätig. Wir haben in unserer Praxis regelmäßig Kinder mit geröteten Rachenringen, mit Aften. Da kann man nicht einfach, so wie Herr Scherf sagen, die Kinder kriegen das schon hin. Wir besorgten Eltern würden die Kinder nur kirre machen und ansonsten würden die das ganz gut mitmachen. Nein, natürlich ist er nicht drauf eingegangen. Er ist auf nichts eigentlich eingegangen, wo wir ihm die Frage gestellt haben, wo wir ja das Gespräch suchen. Und ich hatte zumindest die Hoffnung gehabt, dass er sich das anhört, wie es den Eltern geht. Und ich war massiv enttäuscht, dass es an ihm einfach abgeprallt ist, eiskalt. Epidemiologen, Fachleute, nicht Tierärzte, die sagen, die Maßnahmen stehen in keinem Verhältnis, der Schaden, der durch die Maßnahmen angerichtet wird, stehen in keinem Verhältnis zur Gefährlichkeit dieses Virus. Ja, man muss sich vor Viren schützen. Ja, man muss Risikogruppen schützen. Fakt ist, er zieht das durch, was von oben gemacht wird.